Ja, ich denke, dass wir gut vorbereitet sind. Wir freuen uns jetzt auf das erste Spiel. Es ist immer auch eine gewisse Standortbestimmung, die erste Partie. Und wir werden alles in die Waagschale werfen, um dieses Spiel auch erfolgreich gestalten zu können. Ja, jeder Trainer bringt natürlich seine Ideen mit, möchte neue Sachen umsetzen. Wir sind eine Mannschaft, die sich natürlich auch weiterentwickeln will. Wir sind offen für neue Dinge und wollen diese dann auch auf dem grünen Rasen umsetzen. Die Tugenden, die uns bisher auch ausgezeichnet haben, kompakt stehen, schnell umzuschalten, vielleicht auch in den nächsten Spielen auch ein bisschen dominanter zu werden auf dem Spielfeld, und wir wollen dem Gegner unseren Stempel aufdrücken. Ja, ich denke, dass die Spieler, die gegangen sind, natürlich ihre Qualitäten hatten. Speziell Oberlin hat groß aufgezeigt in der Herbstsaison. Trotzdem kommt jetzt mit Hannes Aigner, ein Langzeitverletzter, zurück, der andere Qualitäten hat. Qualitäten, die uns in der Herbstsaison vielleicht auch gefehlt haben. Und wir freuen uns riesig, dass Hannes zurück ist und uns in der Offensive sicherlich weiterhelfen kann.